Hallo Leute, ich habe diesen Monat mal wieder zwei Boxen zugeschickt bekommen und zwar genauso wie letzten Monat die Love Beauty Box und die Fairy Box. Und ich dachte mir, da die beiden ja ein relativ ähnliches Konzept haben, nutze ich die Gelegenheit, um die beiden Boxen mal zu vergleichen. Und vielleicht kommen wir zum Schluss, ob eine besser ist oder ob sie sich beide lohnen oder ob man gar beide auf jeden Fall bestellen muss. Erstmal zu den Grunddaten. Das sind beides Boxen, die tierversuchsfreie Kosmetik anbieten. Vegan und tierversuchsfrei, das heißt für Veganer, Umweltbewusste und Tierliebhaber auf jeden Fall genau das Richtige. Die Fairy Box hatte seit April, glaube ich, eine Umstellung, dass sie jetzt nicht nur tierversuchsfrei und vegan, sondern auch Naturkosmetik ausschließlich beinhaltet, was ich ziemlich cool finde. Monatlich kommen beide Boxen. Ich glaube, die Fairy Box kommt immer so gegen Anfang des Monats, während die Love Beauty Box eher Mitte des Monats kommt. Deswegen kommt das Video jetzt auch so spät. Also die Fairy Box liegt hier schon eine ganze Weile rum und mir kribbelt jetzt in den Fingern, sie zu öffnen. Aber ich wollte warten, bis auch die zweite Box da ist, damit wir das gemeinschaftlich machen können. Und Kosten tun die beide um die 20 Euro. Ich glaube, die Fairy Box kostet 19,90 Euro und die Love Beauty Box kostet glatt 20 Euro. Und es sind in beiden 5 Produkte drin. Und das waren so die Grunddaten. Und ich würde sagen, wir machen einfach die erste mal auf und gucken, was drin ist. Da ich die schon so lange ignoriere, gucken wir zuerst mal in die Fairy Box rein, was die denn zu bieten hat. Ich finde es ja so süß, dass die immer in dieser niedlichen Geschenkverpackung kommt, dass man auch ja kein Produkt wegwerfen muss oder keine Verpackung. Das Füllmaterial hier drin ist aus Maisstärke, das heißt, es ist auch komplett abbaubar, was ich auch cool finde. Und da guckt mir auch schon gleich was entgegen in einer seltsamen kleinen Pappverpackung. Es nennt sich Hydrophil und ich vermute, das könnte eine Zahnbürste sein, zumindest laut der Verpackung da hinten. Und es ist tatsächlich eine Zahnbürste, die ist aus Holz und hier unten so blau und von der Borstenstärke mittel steht auch drauf. Wasserneutral, vegan und fair, nachhaltige Zahnbürste aus Bambus. Finde ich richtig cool. Und sie ist hübsch, ich finde dieses Blau total schön. Verrückt. Als nächstes ein Make-up-Produkt und zwar von Puro Bio, Make-up for Natural Beauty. Ich glaube, da ist ein Stift drin. Und es entpuppt sich als ein Lip Liner in einer sehr schönen, natürlichen Farbe. Ich habe zwar schon einen Lip Liner in der Farbe, aber da ich die sehr hübsch finde, werde ich den auf jeden Fall ausprobieren und gucken, wie gut der ist. Puro Bio. Noch nie von gehört. Das ist übrigens die Farbe 8 Matita. Dann ziehe ich heraus das da. Und das ist mal wieder etwas von Go & Home. Da hatte ich auch in der letzten Fairy Box und in der letzten Love Beauty Box Produkte von. Und das ist eine Toothpaste, also eine Zahnpasta. Und die Verpackung ist schon wieder so hübsch. Ich finde die so hübsch. In Herbal Mint. Wir schnuppern mal dran. Riecht nach Zahnpasta, würde ich behaupten. Finde ich cool. Dann habe ich passend zur Zahnbürste auch eine Zahnpasta. Und die passen sogar farblich einigermaßen zusammen. Das war bestimmt geplant. Gibt's zu Fairy Box. Als nächstes ziehe ich raus ein Duschgel von Bentley Organic Body Wash Detoxifying Made with 80% Organic Ingredients. Was sind dann die anderen 20%? Bio, vegan mit Grapefruit, Lemon und Seaweed. Auch da müssen wir natürlich gleich mal dran schnuppern. Voll der Sommerduft. Das riecht so nach, das riecht halt nach Grapefruit-Limonade. Richtig geil, das wird richtig, richtig cool. Ich meine, es ist nicht so, dass ich nicht genug Duschgele hätte, ne? Aber ein gutes Duschgel, da sage ich niemals Nein zu. Das ist total das Sommerding. Richtig gut wird das, wenn das warm ist. Und fast hätte ich das letzte Produkt da drüben übersehen, weil es so klein war und in den grünen Chips verloren ging. Das ist von Joik, habe ich noch nie gehört, Pastel Pink Silky Lip Balm. Also wahrscheinlich ein Lip Balm mit Tönung. Die Verpackung sieht ja schon ein bisschen kitschig aus, ne? Finde ich aber süß. Und herauskommt ein Lip Balm, der, finde ich, gar nicht mal so pastellpink aussieht, sondern eher so nude. Riecht nicht groß nach was und gibt tatsächlich ein ganz kleines bisschen Farbe ab. Ich finde das ganz gut. Also wenn der gut pflegt, dann finde ich den schön. Ich mag so getintete Lip Balms auf jeden Fall sehr gerne. Das war doch schon mal super cool, aber dieses Video wäre kein Vergleichsvideo, wenn wir jetzt nicht auch noch in die Love Beauty Box reingucken würden. Und auch da bin ich sehr, sehr gespannt, was auf uns wartet. Das erste, was mich anlächelt, ist ein Pinsel. Und zwar ein Lidschattenpinsel von Barbara Hofmann. Das habe ich irgendwo schon mal gehört. War das bei...
Andrea, also bei 007 Morgenstern, ich weiß es nicht genau, aber irgendwas klingelt da bei mir. Von der Form her würde ich jetzt eher behaupten, das ist ein Eyeliner oder ein Augenbrauenpinsel als ein Lidschattenpinsel. Aber der fühlt sich super, super angenehm an. Ganz, ganz weiche Borsten, ganz tolle Form und ich freue mich darauf, den auszuprobieren. Der Stil allerdings, muss ich sagen, fühlt sich so ein bisschen... Kennt ihr diese ganz billigen Schulpinsel, die dann unbehandelt sind und dann so kratzen auf der Haut, wo man so Rückenschauer von bekommt? So ist das ein bisschen. Aber vielleicht muss man den mal ölen und dann geht das garantiert auch. Ich bekomme dann nur so Gänsehaut auf dem Rücken. Als nächstes das hier. Das ist wohl ein Eyeliner und auch den muss ich erstmal aus seiner Verpackung pellen. Einen Moment bitte. Ich krieg's nicht auf. Es ist ein Kampf. Auf jeden Fall ist das ein Bold Black Eyeliner, Waterproof Eyeliner von Barry M. Ich wusste gar nicht, dass Barry M tierversuchsfreie Kosmetik, also dass das tierversuchsfrei ist. Finde ich cool. Ich bin gespannt drauf, falls ich den jemals aus seiner Verpackung rausbekommen sollte. Dann halte ich hier als nächstes eine aufdringlich orangefarbene Tube in der Hand, auf der steht hinten drauf Make a Difference, Mon Cadeau, klingt französisch, Glow Up, Soin Ecosystème Multi-Action et Sur Mesure, Peau Normale à Mixte, Hydratation, Prévention Anti-Age, Éclat Anti-Fatigue, Détoxifiant, Antioxidant, 100% Skin Friendly, also es scheint Französisch zu sein. Olution steht da drauf. Und ich schätze mal, das ist ein Hautpflegeprodukt, was gleichzeitig ein bisschen Glow verleihen soll. Also halt mit Antioxidantien und Detox und Feuchtigkeit und Gott, simultan übersetzen. Ich sollte niemals Dolmetscher werden. Ich bin da ganz, ganz schlecht drin. Und es riecht ein bisschen nach Sonnencreme. Und auf der Haut fühlt sich das super feuchtigkeitsspendend an, super angenehm, riecht wie gesagt angenehm, zieht schnell ein, also es ist schon fast weg auf der Hand und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin gerade momentan wirklich dabei, gute Gesichtspflegeprodukte zu suchen, weil meine Haut verrückt spielt und gleichzeitig Pickel und trocken und feuchtigkeitsarm und fettig aber auch und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf das, das sieht richtig cool aus. Dann habe ich hier noch so einen kleinen Tiegel, Lip Butter von Creamy Stuff und da ist auch eine Karte von dabei. Ich vermute mal, dass es sich wieder um so eine kleine Manufaktur handelt, so wie letztes Mal mit dem Cremewolkenduft, hieß das so, und meiner Ponyhütchen-Deodorant-Creme und die waren sehr cool, deswegen bin ich auch auf das hier sehr gespannt. Es ist eine Lip Butter, falls ich das nicht schon gesagt habe und sieht so aus innen und fühlt sich super angenehm an. Ich habe gerade Lipgloss drauf, deswegen werde ich es nicht auf die Lippen tun. Aber auf die Hand. Und da fühlt sich das gut an. Es hat wirklich kaum Geruch. So, noch eine Lippenpflege. Lippenpflegen kann man niemals genug haben. Ich bin gerade verwirrt, dass das nur 4 Sachen sind. Hatte ich nicht eben 5 gesagt? Ich muss mal kurz meinen schlauen Zettel checken. Creamy Stuff, Barbara Hofmann, Olution, Barry M. Ja, waren wohl nur 4 Sachen. Entweder ich habe mich vertan oder... Der Inhalt schwankt so ein bisschen, je nachdem, wie viel die Produkte wert sind oder so. Das gucke ich nochmal nach, schreibe ich euch auch hin. Und natürlich verlinke ich euch auch unten die Seiten, wo ihr die Boxen bestellen könnt. Und jetzt muss ich wohl zu einer Entscheidung kommen. Ich finde es sehr, sehr schwierig. Ich fand beide Boxen ziemlich cool. Ich glaube, diesen Monat hat mir die Fairy Box einen kleinen Ticken besser gefallen. Aber letzten Monat mochte ich die Love Beauty Box lieber. Also hält es sich wohl wirklich die Waage. Und ich finde die beide wirklich toll. Das Konzept ist toll. Die Produkte sind ganz, ganz toll. Und ja. Ich kann sie euch echt nur empfehlen und ans Herz legen. Und das sage ich nicht nur, weil ich die kostenlos zugeschickt bekommen habe. Schaut euch das auf jeden Fall mal an. Vielleicht ist es was für euch. Und ansonsten war es das erstmal von mir. Ich kann euch ja das letzte Boxenvideo nochmal am Ende verlinken. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Gehabt euch wohl und tschüss!